Für die letzten beiden Challenges haben wir ja doch schon etwas länger gebraucht, vor allem für die aus Crash Crash, das war ziemlich anstrengend. Und jetzt geht's dann weiter mit Bear It, was jetzt dann hoffentlich gleich etwas besser laufen wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Level jetzt so einfach wird. Ich glaube sogar eigentlich auch nicht unbedingt, weil wir müssen jetzt halt da gleich sehr stark aufpassen, weil wir werden ja jetzt dann gleich auf dem Eisbären, auf dem Kleinen da entlang reiten. Und im Let's Play war das Level eigentlich gar kein Problem. Aber das ist jetzt auch wieder mal bei der Challenge um einiges schwieriger, weil ich muss jetzt dann halt dauerhaft spurten, so ungefähr, um Platin erhalten zu können. Und das macht es halt um einiges schwieriger, weil ich halt dadurch dann, wenn ich spurte, viel weniger Kontrolle, und schon geht's los, weil ich dann dadurch viel weniger Kontrolle habe, als wenn ich halt normal entlang laufe. Und deswegen macht das es dann schon um einiges schwieriger. Aber hier haben wir jetzt mal übrigens den Fall von einem Level, wo man, glaube ich, auch schon Platin kriegen kann, auch wenn man jetzt diese Spurtschuhe da am Ende, die man kriegt, noch nicht erhalten, oh Gott, erhalten hat. Das dürfte dann hier auch kein Problem sein, weil ob ich nämlich hier ZR gedrückt halte oder nicht, das macht, glaube ich, keinen Unterschied, soweit ich weiß. Also das ist hier wirklich für das Level oder für diese Level A zumindest relativ egal. So, und ihr merkt schon, dass ich immerhin so ein paar Mal immer spurte, jetzt noch nicht so ultra häufig, weil ich halt, oh Gott, das war auch sehr fies, noch immer nicht so ultra häufig, weil ich halt auch noch den Levelverlauf ein bisschen lernen muss. Außer ab und zu spurte ich schon mal durch die Gegend, was, glaube ich, auch ganz hilfreich ist. Aber ob das halt dann jetzt schon reicht, das weiß ich nicht genau für Platin. Müssen wir gleich gucken. Ja, ich muss aber vor allem auch überleben. Oh Gott, ich bin tot. Ja, das war zu erwarten, da hatte ich irgendwie keine Stelle mehr, wo ich da mehr hinkommen konnte. Puh. Ja, und so ganz kurz ist das Level auch nicht, ne? Muss man schon sagen. Da kommen schon einige Gefahren auf einen zu, denen man hier ausweichen muss. Und wenn ich noch immer auch währenddessen spurten muss, dann ist es schon etwas fies. Was ihr aber schon merkt, was ich immer hier ganz gerne mache, ist, dass ich direkt nach dem Spurten dann springe. Das ist eigentlich genauso vom Prinzip hier, wie auch mit den Kicks. Weil wenn ich einen Kick mache, dann... What? Was war das denn jetzt? Ich bin jetzt noch voll da entlang gerutscht auf dem Boden und ich konnte mich irgendwie gar nicht mehr bewegen. War das so, weil ich noch die Eisfläche da ganz am Ende noch berührt habe, oder wie? Keine Ahnung, das war jetzt seltsam. Kein Peil. Aber ja, ist auf jeden Fall ähnlich wie auch mit den Kicks. Weil bei den Kicks mache ich es ja auch so, dass ich halt den mache. Und das dann direkt danach halt dann versuche zu springen. Weil das natürlich auch stark von Vorteil ist. Jetzt auch wieder. Jetzt bin ich auch wieder kurz gerutscht ein bisschen. Keine Ahnung. Weil stark von Vorteil ist, wenn ich auf dem Boden weiter entlang slide, dann verliere ich halt beim Aufstehen wieder ein bisschen Zeit. Aber wenn ich halt direkt danach springe, dann kann ich noch den Schwung, den ich aus dem Kick genommen habe, dann in den Sprung überführen. Und genauso verhält sich es auch hier mit dem Spurten auf dem Eisbären. So. Wo bin ich jetzt hier gestorben nochmal gerade? Ja, da nicht. aber jetzt bin ich da gestorben an der Stelle. Oh Mann, ey. Puh, puh, puh. Obwohl ich mir übrigens doch nicht so ganz sicher bin, fällt mir gerade auf, ob man das jetzt ohne das schnelle Laufen wirklich schon mit Platin schaffen könnte. Also ich glaube, wenn man ganz gut ist, wird es vielleicht schon gehen. Und wenn man hier wirklich alles absolut perfekt macht. Aber ganz am Ende von dem Level, da muss man ja noch dann, wenn man vom Eisbären runter ist, da muss man ja dann auch halt zum Ende hinlaufen. Und da ist es dann schon von Vorteil, wenn man dann auch schnell rennen kann. Das muss nicht unbedingt jetzt entscheidend sein, weil es ja nur ein ganz kurzer Abschnitt. Und wenn man eben den Eisbärabschnitt hier perfekt löst und man da wirklich alles perfekt macht, dann könnte es, glaube ich, schon mit Platin auch ausreichen, auch ohne zu rennen am Ende. Aber wir können ja rennen, deswegen müssen wir uns da eh dann keine Sorgen drum machen. Jetzt erstmal hier nicht sterben. Ja, und da aber bitte, okay, die Stelle ist aber schon fies, weil ich da so blöd irgendwie so eine Kurve springen muss und weil direkt danach auch eine Schlucht kommt. Aber ich weiß es wieder, ich bin gerade eben bei den Nitro-Kisten da gestorben. Bei denen muss ich auch wirklich ganz, ganz gut aufpassen, weil da direkt davor zu spurten ist auch schlecht, weil es könnte eben dann passieren, so war es ja auch gerade, dass ich genau in den Nitro-Kisten lande, ohne dass ich eine Chance habe, denen noch irgendwie auszuweichen. Und das ist natürlich ungünstig, logischerweise. Deswegen, das sollte ich dann nicht so sehr vielleicht spurten bei denen. Vor allem will ich halt jetzt auch erstmal dann das Ende vom Level erreichen und mal gucken, wie streng denn die Zeitbegrenzung hier ist. Das mache ich ja immer ganz gerne. Dass ich halt erstmal beim ersten Versuch, wo ich das Level abschließe, jetzt noch nicht alles absolut perfekt mache, weil ich eben erstmal wissen will, ob denn die Zeitbegrenzung überhaupt zu streng ist, weil vielleicht ist sie ja gar nicht so streng. Ist zwar in den meisten Fällen doch der Fall, aber halt nicht immer. Und ich würde es halt dann hier ganz gerne auch wissen. So, jetzt hier einmal kurz speeden, aber jetzt dann, okay, jetzt auch drüber springen über alle. Das war jetzt ganz gut. Hier mal kurz jetzt ein bisschen ruhiger vielleicht, das Ganze angehen. Oh Gott, Hilfe. Ja, aber so, das war jetzt dann doch sehr, sehr zaghaft, wie ich das gemacht habe. Und ein bisschen schneller muss ich da, glaube ich, schon sein. Weil ich ansonsten auch keine Chance habe. Okay, jetzt sind wir da. So. Ja, mal gucken, wie es dann gleich aussehen wird. Also, Gold dürften wir schon haben. Das war jetzt nicht nur Saphir, würde ich mal schätzen. Weil dafür war es dann doch zu gut. Hoffe ich zumindest mal. Ich muss auch das Ende aber erreichen. So.
Ah, es war gleich Platin. Nice. Okay, dann war es hier nicht so streng, weil ich meine, so den Anfang oder bis zur Mitte eigentlich, habe ich es ja schon relativ gut gemacht, wie ich finde. Aber zum Ende hin hätte ich da auf jeden Fall noch an einigen Stellen mehr aufspurten können, aber musste ich gar nicht, weil es sowieso ausgereicht hat. Okay, wunderbar. So, schön auskotzen. Das Platin-Relikt, wunderbar. Okay, und dann die zweite Challenge heute, die findet ja dann sogar in der dritten Welt schon statt, weil die anderen Level können wir noch aktuell nicht ganz abschließen. Deswegen geht es dann bei der nächsten Challenge hier in der dritten Welt auch schon weiter. Und zwar mit Planfood geht es dann gleich weiter, genau. Das Level ist aber, glaube ich, auch ganz machbar, wenn es um das Platin-Relikt geht. Also ich hoffe mal, dass wir da auch nicht allzu lange verbrauchen werden. Mal schauen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.